Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, Leute, wie ihr unschwer erkennen könnt, ist es kein normales Video. Das wird jetzt ein Unboxing, da ich mir einen neuen Monitor zugelegt habe. Also bleibt dran und viel Spaß mit dem Video. Ja, Leute, so sieht das Ganze auch aus. Das ist von der Marke AOC Gaming und das ist ein 27 Zoll Monitor. Ich hatte vorher einen 24,5 Zoll Monitor und habe mir gedacht, wenn schon, dann richtig. Dann habe ich mir jetzt einen 280 Hertz Monitor geholt. Und für alle Interessierten da draußen, das ist die Artikelnummer von dem Monitor. Ich werde es wahrscheinlich auch in die Videobeschreibung verlinken, falls ihr euch auch einen Monitor zulegen wollt. Und genau, jetzt mache ich ein Unboxing und zeige euch das Ganze, wie das auch im Grunde aussieht. So sieht das Ganze von innen aus. Wir haben einmal Kabel, den Stromkabel, einmal ein Display, das ist ein HDMI-Kabel. Dann haben wir einmal noch den DisplayPort, das ist für die bessere Variante. Und dann haben wir hier noch einmal die Halterung von unten und das Gelenk wahrscheinlich. Und jetzt packen wir das Ganze mal aus. So Leute, wie ihr jetzt unschwer erkennen könnt, ist das ein Curved Monitor von AOC. Ich hatte vorher ein ganz normaler Monitor, das wurde jetzt ein Curved. Und ja, jetzt werden wir den an meine Monitorhalterung dran montieren und dann zeige ich euch das Endergebnis. So Leute, jetzt haben wir das Ganze auch an die Monitorhalterung dran montiert. So sieht der alte aus. Das ist ein normaler und das ist jetzt der Curved Monitor. So sieht das jetzt auch an der Monitorhalterung aus. Schreibt mir in die Kommentare, was für einen Monitor ihr habt und ja, feiert ihr Curved Monitor oder nicht? Würde mich auf jeden Fall interessieren, eure Meinung. Und falls jemand einen AOC Monitor habt, was sagt ihr dazu? Gefällt er euch oder? Weil ich habe gerade gesehen, es gibt da so ein paar Einstellungen im Monitor selbst, die man tätigen kann. Und ja, schreibt mir in die Kommentare. Und vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.